Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Kiez Konkret. Es ist eine Initiative, die es Kindern aus sozial schwachen Familien ermöglicht, das Schwimmen zu lernen. Die Aktion Schwimmen für alle. 400 Kinder können in diesem Jahr auf diese Art und Weise hier in Berlin ihr Schwimmabzeichen machen. Hier im Stadtbad Schöneberg wird die Aktion heute genauer vorgestellt. Und wir fragen als erstes den Bäderchef Ole Bestedt-Hensing, wie das genau alles abläuft. Herr Bestedt-Hensing, zunächst einmal die Frage, wie funktioniert das genau, Schwimmen für alle? Schwimmen für alle funktioniert, indem wir insgesamt in den Sommerferien etwa 3000 Plätze in unseren Schwimmkursen bei den Berliner Bäderbetrieben anbieten. Die dauern 15 Unterrichtseinheiten, das heißt etwa 15 Stunden, und danach können dann 70% der Kinder, die da hingehen, schwimmen. Leider können das im Augenblick 20% der Berliner Kinder nach der dritten Klasse nicht. Unterschiedlich nach Bezirken. In Neukölln sind es 40%, die nicht schwimmen können. In Pankow sind es nur 6%. Da, wo viele Kinder nicht schwimmen können, müssen wir was machen. Nicht nur zur Sicherheit, damit niemand ertrinkt. 50 Kinder ertrinken jährlich in Deutschland. Sondern eben auch, um den Kindern Freude zu bereiten, um ihr Selbstbewusstsein zu stärken, um sie an das Thema Wasser heranzuführen, damit sie eben auch mit allen anderen Kindern zusammen schwimmen können. Und für diese Kinder, deren Eltern das nicht bezahlen können, gibt es dann Patenschaften? Da gibt es Patenschaften, ja. Wir haben einige Sponsoren. Das sind eine ganze Menge. Hauptsponsoren sind in diesem Jahr die Firma Nordsee und der Deutsche Kinderbund, die Deutsche Gesellschaft für Kinderhilfe, die insgesamt 200 Patenschaften sponsern. Und dann haben wir noch andere Sponsoren, sodass wir insgesamt 400 Kindern den Kurs kostenfrei anbieten können. Das heißt, ich verstehe das richtig, dass Sie jedes Jahr auf Sponsorensuche erstmal gehen müssen? Ja, wir gehen jedes Jahr auf Sponsorensuche. Viele sind über viele Jahre dabei. Wir machen das ja schon im sechsten Jahr. Und insofern ergibt sich das von ganz alleine. Sie sagen es, Sie sind bereits im sechsten Jahr. Warum dann heute auch dieser Termin? Also wollen Sie damit etwas Neues einläuten? Wollen Sie vielleicht expandieren mit diesem Projekt? Ja, wir haben dieses Mal 150 mehr gesponserte Plätze. Wir haben auch mehr Kurse in den Sommerferien, weil leider immer weniger Kinder schwimmen lernen. Wir halten das wirklich für eine Notwendigkeit zur Sicherheit der Kinder, dass sie das lernen und eben auch im Umgang mit anderen Kindern zur Stärkung des Selbstbewusstseins. Und deswegen müssen wir es dringend ausbauen, und das machen wir in diesem Jahr. Herr Bestedt-Hensing, was ich nicht so ganz verstehe, ist, Sie sagen immer, weniger Kinder können schwimmen. Ich dachte immer, dass die Schulen das organisieren, dass das zum Sportunterricht dazugehört, dass die Kinder in Schwimmbäder kommen und dort schwimmen lernen. Klappt das nicht mehr so in Berlin? Ja, das ist eigentlich die Aufgabe der Schule. Das machen die in den dritten Klassen in Berlin. Da sollten eigentlich alle Kinder schwimmen lernen. Das lernen ja auch sehr viele Kinder, nämlich die Mehrheit. Aber einige fallen eben durchs Raster. Einige sind auch vom Schwimmunterricht befreit, weil sie die motorischen Fähigkeiten gar nicht haben und nehmen gar nicht am Schwimmunterricht teil. Und deswegen haben wir eben eine relativ hohe Zahl. Und je schlechter die Einkommensstruktur der Eltern ist, desto weniger Kinder können tatsächlich schwimmen. Kann ich als Privatperson mich da auch als Patin betätigen? Also, dass ich, was weiß ich, 75 Euro im Jahr zur Verfügung stelle und damit ein Kind auf meinem Namen, auf meinem Ticket sozusagen hier mitmachen kann? Ja, jeder kann sich natürlich beteiligen. Da möge sich bitte bei den Bäderbetrieben melden. Wir organisieren das sehr gerne. Wir haben aber eben Firmen, die das Hauptsponsoring übernehmen und dann einige 100 Patenschaften. Und wie gesagt, in dem Programm haben wir in diesem Jahr noch rund 100 Plätze frei. Also in diesem Jahr sind wir vollkommen versorgt, aber für die nächsten Jahre sind wir auf alle Hilfe angewiesen, die wir kriegen können. Herr Bestedt-Hensing, noch mal kurz zum Schluss zu einem anderen Thema, denn die Ferien stehen vor der Tür. Da läuft nicht nur dieser Kurs, da gibt es sicher auch diverse andere Angebote für Kinder in dieser Zeit bei den Bäderbetrieben. Können Sie vielleicht einige nennen? Es gibt jede Menge von Angeboten. Das wird von Schwimmbad zu Schwimmbad ganz unterschiedlich organisiert. Das machen die Badleiter vor Ort. Und im Internet kann man dann genau erfahren, was im lokalen Schwimmbad vor Ort passiert. Aber ist es schon Ihre Hauptzeit? Also wenn der Sommer ins Wasser fällt, dann ist das schon ein Problem für Sie? Das ist ein großes Problem. Im Augenblick fällt der Sommer so ein bisschen ins Wasser. Und das ist tatsächlich ein Problem. Die Pfingsttage, da waren wir voll ausverkauft. Und wenn das Wetter halt nicht so gut ist, dann haben wir schon ein Problem. Das ist richtig. Der Bäderchef hat es gerade noch mal deutlich gemacht, wie wichtig die Sponsoren für das Projekt Schwimmen für alle ist. In diesem Jahr ist einer der Großsponsoren die Deutsche Kinderhilfe. Und bei mir steht jetzt der Vorstandsvorsitzende Rainer Becker. Herr Becker, warum Engagement für dieses Projekt?
Ich bemerkte bei einem anderen Projekt, wo es um Bildung geht für Kinder aus sozial schwachen Familien. Wir nennen das Bildung für alle und das läuft im Land Mecklenburg-Vorpommern, dass ich mal angesprochen worden bin, ob ich denn auch einen Schwimmkurs eines türkischstämmigen Jungen finanzieren würde, der leidenschaftlich gerne schwimmen lernen wollte und sich fürchterlich schämte bei seinen Mitschülern, dass er nicht schwimmen kann, wo die Eltern aber kein Geld hatten. Da sagte ich, wo ist der Unterschied zur Mitgliedschaft im Sportverein oder zum Nachhilfeunterricht und diesen Dingen? Und habe ihm dann den Schwimmkurs finanziert über Bildungsgutscheine, die wir im Land verteilen. Und dann bekam ich irgendwann so eine Urkunde mit dem Seepferdchen zurück, wo er sich groß bedankte und so stolz war, dass ich sagte, hey, Bildung für alle, okay, aber warum machen wir nicht auch eine Aktion Schwimmen für alle? Und in Mecklenburg-Vorpommern stieß ich dann noch so auf etwas mehr bürokratische Diskussionshürden, wo ich immer gerne auf gute vorhandene Strukturen zurückgreife, wenn ich irgendetwas auf die Beine stelle. Und das war hier bei den Berliner Bäderbetrieben ganz optimal aufgestellt, dass hier eigentlich schon sehr viel vorbereitet war. Und insofern war Berlin eigentlich sowohl als Bundeshauptstadt besonders attraktiv, als auch von den Rahmenbedingungen, um das erstmal so zum Warming-up zu nehmen, denn das soll natürlich nicht bei Berlin bleiben. Wir haben deutschlandweit rund 50 Kinder, die den Ertrinkungstod sterben müssen, weil sie nicht schwimmen konnten. Und jedes dieser Kinder ist ein Kind zu viel. Sie haben es schon angesprochen, dass wir ja hier auch ein deutschlandweites Problem haben, auch was Kinder in sozial schwachen Familien angeht. Wie ist da Ihre Erfahrung, Herr Becker? Wie ist da Deutschland aufgestellt? Wir haben einfach das Problem, insbesondere bei den Alleinerziehenden, dass sehr viele von Hartz IV leben oder von AL1 oder 2 und eigentlich nicht in der Lage sind, mit ihren Kindern regelmäßig schwimmen zu gehen und ihnen vielleicht selber das Schwimmen beizubringen oder ihnen Schwimmkurse zu finanzieren. Und das ist für mich einfach Teilhabearmut dieser Kinder. Denn wenn sie jetzt irgendwo hinwollen, ob das der Kindergeburtstag ist, ob sie Mitgliedschaft in einem Sportverein ist oder ob sie einen Schwimmkurs belegen wollen, dann müssen sie irgendwo sich zurückziehen und irgendwelche Geschichten erfinden, warum sie da nicht mitmachen wollen. Das hat nicht nur zur Folge, dass sie nicht schwimmen lernen, sondern sie fühlen sich ausgegrenzt. Und wenn man seine Kindheit und Jugend über ausgegrenzt worden ist oder sich zumindest so gefühlt hat, dann ist es sehr schwer, ein entsprechendes Selbstvertrauen zu entwickeln, um später mal ein eigenverantwortliches und selbstfinanziertes Leben zu führen. Und wenn wir diesen Kindern eine Chance geben wollen, sich zu lösen aus diesen Hartz-IV-Verhältnissen oder Aufstocker-Verhältnissen und dass sie später einmal besser haben, aus eigener Kraft leben zu können, dann müssen wir ihnen natürlich das bestmögliche Maß an Bildung, aber vor allen Dingen auch Teilhabe bieten. Wir haben in Deutschland nicht die Armut, dass Kinder hungern müssen oder meistens dann auch nicht fehlende Kleidung haben oder solche Dinge. Aber wir haben ein großes Problem mit Teilhabearmut, dass wir einen großen Teil der Bevölkerung haben, der an bestimmten Aktivitäten der anderen Bevölkerung nicht teilnehmen kann. Und Schwimmen ist eine ganz wichtige Sache, nicht nur wegen der Unfallprävention, sondern Schwimmen ist auch Bewegung. Schwimmen ist was für die Gesundheit. Ist gut gegen Übergewicht, zum Trainieren der Feinmotorik und vor allen Dingen eben auch, wie wir hier auch beobachtet haben, für das Selbstvertrauen. Ein Kind, das Seepferdchen hat, ist stolz wie Bolle, sage ich jetzt mal so, wie es die Berliner sagen. Wenn es dann mit seiner Urkunde nach Hause kommt oder mit diesem kleinen Seepferdchen und das entwickelt dann natürlich ganz anderes Selbstvertrauen. Und die Kitas und Schulen, die müssen wir da einfach unterstützen. Es hängt immer ab von der jeweiligen Struktur des Landes, wann es möglich ist, hier in Berlin ab der dritten Schulklasse. Ich halte es für wichtig, dass die Kinder eher schwimmen lernen. Und wenn wir die Möglichkeit haben, dann finanzieren wir das. Wenn ein Kind im Rahmen des Schulschwimmens das nicht erlernt hat und möchte trotzdem das so vertiefen, dann wird das eben finanziert. Entscheidend ist, dass das Kind schwimmen lernt. Herr Becker, wenn Sie mit jemandem zusammenarbeiten, wie jetzt mit den Berliner Bäderbetrieben, da haben Sie schon mal angedeutet, ist Ihnen wichtig, dass möglichst wenig Bürokratiehürden aufgebaut werden. Aber gibt es auch noch andere Kriterien, auf die Sie achten bei so einer Zusammenarbeit? Für uns ist ganz wichtig, dass natürlich bestimmte Qualitätsstandards und auch Sicherheitsstandards eingehalten werden. Und wenn wir mit Profis arbeiten, ist es relativ leicht. Aber ich sage, wir haben festgestellt, dass im Bereich des Führungszeugnisses in Deutschland es noch erhebliche Defizite gibt. Wir haben zwar mittlerweile die Regelung, dass jeder, der mit Kindern von Berufswegen arbeitet, ein Führungszeugnis benötigt oder ein erweitertes Führungszeugnis. Aber das gilt nicht für Ehrenamtler. Das ist auf rein freiwilliger Basis. Und so haben wir dann auch an die Berliner Bäderbetriebe das Kriterium angelegt, dass wir gesagt hatten, jeder, der diese 3 Wochen mit den Kindern arbeitet und sei es auch nur der die Handtücher reicht, von dem erwarten wir die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, damit die größtmögliche Sicherheit der Kinder auch möglicherweise vor Missbrauchsübergriffen gewährleistet ist. Die Berliner Bäderbetriebe hatten da überhaupt kein Problem. Die haben uns erklärt, sie verlangen dieses ohnehin und haben uns überall diese Führungszeugnisse vorgelegt. Besser konnte es da gar nicht gehen.
Kurz zum Schluss gucken wir ein bisschen mal nach vorne. Sie haben angedeutet, dass Sie möchten, dass diese Initiative über Berlin hinaus verbreitet wird und Schule machen wird. Gibt es da schon Ansatzpunkte? Wir sind in Gesprächen mit einem Großunternehmen, das das schon ins Auge gefasst hat, auch bundesweit zu unterstützen. Wir hoffen natürlich auch, dass ganz viele Menschen, die sonst manchmal auch eine Baumaktie erwerben oder sich sonst an sozialen Aktivitäten beteiligen, möglicherweise sagen, die 75 Euro, die so ein Schwimmkurs im Durchschnitt kostet, ist es mir mal wert, einem Kind das Schwimmen beizubringen. Das kann man ja auch personenbezogen machen. Wir hoffen also auf ganz viele Spender und Sponsoren und appellieren natürlich auch ganz besonders an die Unternehmen im Land, mit Verantwortung zu übernehmen für unsere aller Kinder. Herr Becker, vielen Dank für Ihre Information. Und liebe Zuschauer, jetzt haben wir so viel über die Theorie gesprochen, dieser Schwimmkurse. Jetzt möchten wir natürlich mal genauer wissen, wie so ein Kurs abläuft und wie man überhaupt an die Kinder herankommt, die hier gefördert werden sollen. Also bleiben Sie weiter dran.